Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen DIY-Video. In diesem Video basteln wir, Trommelwirbel, diese wunderschöne Minimauslampe. Ich habe diese Bastelanleitung bei Facebook in einer Disney-Bastel-Elfen-Gruppe, so heißt die, gesehen. Die Dame hat ein Foto gepostet und reingeschrieben, was man alles dafür braucht. Da dachte ich, diese Lampe muss ich für euch mal nachbasteln und mich dabei filmen. Und es ist mir gelungen. Ich habe die Lampe vorher nicht gebastelt. Das heißt, ich bastel sie in diesem Video mit euch zusammen das erste Mal. Ich muss sagen, sie ist mir super gelungen. Ich finde sie wunderschön und ich bin sehr verliebt. Was man alles dafür braucht, wie es funktioniert, zeige ich euch in den nächsten Schritten. Und ich würde sagen, wir legen los. Was ihr alles für diese tolle Mickey-Maus-Lampe braucht, einmal Bastelkleber. Den vermische ich dann gleich noch mit Wasser in einer Schüssel. Einmal Paketband, dann Lichterketten. Ich habe jetzt auch welche mit Timer-Funktion gekauft, da ich immer dann vergesse, irgendwie die Lampe anzumachen. Und ich finde es halt praktischer, wenn man den Timer einstellen kann. Um 7 Uhr abends geht die Lampe an und dann geht sie nachts irgendwann wieder aus. Finde ich sehr praktisch. Ups, dann Ballons. Und dann habe ich hier noch so, das war mal so ein Haarreif. Da habe ich jetzt die Schleife bereits abgemacht für die Minimaus-Schleife im Prinzip. Ihr könnt die Lampe auch ohne Schleife machen. Ihr könnt die Schleife auch aus Moosgummi basteln. Das fand ich jetzt aber nicht so schön. Ihr könnt die Schleife auch aus Paillettenstoff basteln. Ich habe ja die Schleifen für meine Ohren gebastelt. Da könnt ihr im Prinzip die Schleife noch ein bisschen breiter machen. Und dann habt ihr auch eine schöne Schleife für eure Lampe. Ich verlinke auch nochmal das Ohrenvideo bei dem i. Dann könnt ihr euch anschauen, wie man ganz leicht auch eine Schleife basteln kann aus Paillettenstoff. Ich habe jetzt alles, weil ich sehr faul war, bei Amazon bestellt. Ich packe euch auch alles unten in die Infobox, die ganzen Links. Also ich habe wirklich alles bei Amazon bestellt. Die Bastelkleber, die Schnur, Ballons, Lampen und auch diesen Haarreif. Wie gesagt, ich war halt zu faul, in den Bastelladen zu fahren, aber ihr könnt das bestimmt auch in eurem Bastelladen um die Ecke alles bekommen. Dann, was ich hier noch habe, sind einmal Handschuhe. Gleich wird es ein bisschen klebrig und eklig. Ich hoffe, dass ich die dann gut gebrauchen kann. Und dann habe ich hier noch so einige, also hier so eine Schüssel, da wollte ich dann gleich den Bastelkleber mit dem Wasser mischen. Und zwei kleine Schüsseln und eine Vase, weil ja, die Ballons sind ja rund. Und damit sie dann gut trocknen können und man sie irgendwo hin tun kann, wenn ihr das dann, also wenn wir das gleich zusammen bekleben, ja, damit die auch gut stehen. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe diese Lampe noch nie gebastelt. Das ist alles jetzt neu für mich und ich bin sehr gespannt. Ich habe auch hier schon mal auf die Arbeitsplatte Küchenrolle ausgelegt, weil ich glaube, es wird ein bisschen eine Sauerei werden und dass es dann später schneller sauber ist. Und ich würde sagen, wir legen los. Zuerst müssen wir drei Luftballons aufblasen. Zwei kleine und einen großen. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier im Vorführeffekt den Knoten reinbekomme. So, ich bin mal gespannt. Was man jetzt bedenken muss natürlich ist, dass die Luftballons oval sind. Mickey ist ja rund. Aber das können wir dann gleich mit den Schüren ein bisschen beeinflussen. So, das ist jetzt der Körper, der Mickey-Körper. Oh, jetzt habe ich schön überall den Lippenstift hängen. So. Knoten. Krass, so dunkel. Warum ist das so dunkel? Ah, Knoten klappt. So. Ballon Nummer 1 kann man auch schon mal hinstellen. Und jetzt machen wir zwei kleine Öhrchen. Was ich mir jetzt mache, ich nehme mir den großen Ballon und halte sie so ein bisschen dran, dass man das von den Proportionen her ganz gut sehen kann. Aber ich finde schon die Größe eigentlich... Oh! Problem bei Ballons, die fliegen ein, das ist schnell weg. Also ich finde die Proportion schon in Ordnung, ja. Ich glaube, das reicht so. So, Ballon Nummer 1. Jetzt müssen wir den anderen genauso groß aufblasen. Ja.
Sieht gut aus, oder? So, jetzt haben wir auch die Öhrchen. Ich finde, das sieht schon sehr gut aus, wenn man die an den großen Ballon hält. So, jetzt schneide ich mir das Paketband zurecht. Da mache ich mir unterschiedlich lange Schnüre, schneide ich mir jetzt zu. Wie viel ich brauche, kann ich euch nicht sagen. Wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht. Ich würde sagen, ich schneide erstmal 20 bis 30 Stück zu und dann im Verlauf des Videos werde ich dann sehen, ob es reicht oder nicht. Und ich muss jetzt meine Hände waschen, weil ich bin hier voller Lippenstift. Also, wie gesagt, ich schneide mir jetzt einfach unterschiedlich lange Stücke von diesem Paketband zu. Ich fange jetzt mal mit 20 bis 30 Stück an, aber ich glaube, das wird nicht reichen für die drei Ballons. Ich werde es mal schauen. So, ihr seht, ich habe jetzt hier einen ganzen Haufen Paketband zugeschnitten. Ich glaube nicht, dass es reichen wird, vielleicht für den großen Ballon, für den Körper. Was ich jetzt mache, ich mische jetzt hier Bastelkleber mit etwas Wasser in dieser Schüssel und guck mal, wie die Konsistenz ist. Es darf nicht zu flüssig sein, aber auch nicht zu fest, weil ihr müsst im Prinzip die Schnüre dann da so durchziehen und dann auf den Ballon kleben. Was ich eben noch vergessen habe zu erwähnen, ihr braucht noch eine Heißklebepistole, um am Ende die Sachen alle zusammenzukleben. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt mische ich den Bastelkleber zusammen, habe auch schon meine Handschuhe an. Und dann kann die Sauerei beginnen. Wuhu. Ich habe extra weißen Bastelkleber genommen, damit die Schnüre dann auch weiß werden und die Lampe dann im Prinzip am Ende auch weiß ist. Dann sieht sie nämlich etwas moderner aus. Und ja, jetzt habe ich das hier schon gemischt. Ich habe nur ein paar Tropfen Wasser reingemacht. Also das ist noch, also so ein bisschen flüssiger wird. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt brauchen wir den Ballon. Ich fange mit dem großen Ballon an. Genau. Also ich stelle die Kamera jetzt wieder auf die andere Seite, damit ihr das besser sehen könnt. Aber kurz zur Erklärung, ich ziehe dann hier die Schnur, also ich mache es zum ersten Mal. Aber mein Plan ist, die Schnur durch den Kleber zu ziehen und dann hier drauf zu kleben, dass es eine netzartige Struktur gibt. Es soll stabil werden, aber trotzdem noch zwischendurch ein bisschen Platz lassen, weil wir müssen ja noch die Lampe da reinfriemeln, also die Lichterkette reinfriemeln. Und dass es halt so eine Netzstruktur gibt. So, ich lege los. So, Ärmel hochziehen. Ich hoffe, mein Spirit-Jersey wird diese Bastelaktion überleben. So, und jetzt legen wir mal los. So, jetzt ziehen wir das mal hier. Okay, das Durchziehen, man muss das wirklich darin tränken, damit überall auch der Kleber dran ist. Oh. Ich mache den Kleber dann noch so ein bisschen runter. Jetzt wird es zu viel. So. Und jetzt einfach auf den Ballon kleben. Ich bin wirklich sehr gespannt, Leute. Ihr könnt es gar nicht glauben. Das sah so schön aus auf der, in der Facebook-Gruppe, diese Lampe. Dann dachte ich, ich muss es einfach nachbasteln. Also, es sieht wirklich echt schön aus. So. Nummer 2. Und die Schnur ist ein bisschen lang. Aber kann man hier so unten so ein bisschen. So. Und weiter geht's. Thank you.
Ich habe jetzt den Ballon umgedreht, damit ich auch hier unten eine etwas stabile Struktur bauen kann. Weil der muss ja auch am Ende stehen. Also am besten, ihr stellt den dann irgendwie auf einen Ring, auf so einen Holzring. Aber den muss ich mir auch noch besorgen, den habe ich jetzt nicht hier. Weil so, ich weiß nicht, ob er so stehen wird, das werde ich dann testen. Aber am besten für die Stabilität stellt oder klebt ihr ihn dann auf so einen runden Teller, so einen Deko-Teller oder auf einen Holz, auf so ein Holzbrettchen gibt es ja auch ganz viel, ist ja jetzt zurzeit in, das kann ich mir auch gut vorstellen, auf so einem Holz, Deko-Holzstück sieht das bestimmt auch super gut aus. Aber ihr seht, es dauert. Also, aber das finde ich, kann man auch gut mit seinen Kindern machen. Ich glaube, Kinder haben da ganz viel Spaß dran und hier kommt es ja nicht drauf an, irgendwie, dass es akkurat ist. Es ist einfach nur draufkleben, ne? Also die Schnüre hier irgendwie versuchen, über Kreuz so eine Netzstruktur zu bilden und einfach drauf zu kleben. Also ich finde, dieses Projekt kann man auch sehr gut mit Kindern machen. Was ich dann immer noch versuche, ist so, die Enden manchmal lösen sich noch ein bisschen. Da nehme ich mir ein bisschen Kleber auf die Hände und drücke das so ein bisschen an. Genau, so. Ich weiß auch nicht, wie lange das trocknen muss oder wird. Das sage ich euch dann, wenn es trocken ist, wie lange ich gewartet habe. Ich bin jetzt auch nicht, also ich habe ja noch keine Kinder und bastel noch nicht so wirklich viel. Habe noch nie mit Bastelkleber gearbeitet. Sowas Ähnliches kenne ich ja von früher aus dem Kindergarten. Da hat man das ja mit Zeitungspapier gemacht. Da hat man ja auch so Laternen gebastelt und so aus. Da hat man den ja dann mit Kleister, den Ballon beklebt mit Zeitungspapier. Das kenne ich noch von früher. Aber ja, jetzt ist das Band gerade ein bisschen sehr lang. Ja, aber ich teste gerne neue Sachen und ich bin offen für Neues und ich finde, es macht Spaß und das Endergebnis, glaube ich, sieht echt gut aus. Und wenn man so günstige Disney-Sachen einfach nachbasteln kann, finde ich das echt eine gute Sache. Und ja, vor allem mit Kindern. Hier ist so eine Lücke, die wollte ich noch gerade schließen. Also mit Kindern, denke ich, ist das echt eine tolle Bastelaktion und ein tolles Ergebnis, hoffe ich mal. Übrigens sind meine Schnüre, die ich vorher zugeschnitten habe, gleich zu Ende. Also habe ich eigentlich ganz gut geschätzt, dass ich die Masse für den großen Ballon schon brauche. So, jetzt habe ich noch eine. Ich glaube, dann lasse ich es auch erstmal. Ich schaue mir das dann an, wenn es ein bisschen trocknet, wie es dann aussieht. Mache erstmal mit den kleinen, mit den Ohren weiter. Da muss ich auch erstmal das Band nochmal zuschneiden. Ich glaube, ich brauche für beide Ohren nochmal dieselbe Menge, circa. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen, dass es ein bisschen über Kreuz geht. Ah, jetzt hat sich das hier wieder gelöst. Das ist das Problem. Manchmal lösen sich so ein bisschen die Enden. Die muss man dann wieder festdrücken. Muss man auch beobachten, dass zwischendurch, falls sich da was wieder löst, dass man das wieder andrückt beim Trocknen. So. Oh, jetzt habe ich das an der Kamera gehalten. So, unten bin ich jetzt eigentlich ganz zufrieden. Jetzt drehe ich es wieder um und gucke, ob sich irgendwas gelöst hat. Drücke es dann nochmal an. Ich finde, das sieht schon echt gut aus. So. Ja, ich würde sagen, mit dem Körper sind wir erstmal fertig. Ich finde es echt schon schick. So, jetzt machen wir weiter mit den kleinen Ballons. Dafür muss ich ja, wie gesagt, aber erstmal nochmal zuschneiden. Und auch noch neuen Kleber brauche ich. Also Kleber braucht man auch einiges. Ich habe jetzt hier 500 Gramm Bastelkleber und habe jetzt auch schon ein Drittel verbraucht oder ein Viertel. Ja. Und übrigens war das mit der Küchenrolle auf der Platte eine sehr gute Idee. Ich habe auch einen Klecks auf die Hose abbekommen, aber noch nicht auf den Jersey, oder? Doch, da ist irgendwas. Naja, ich hoffe, es kann man rauswaschen. Es kann auch sein, dass ihr alle Sachen, die ich jetzt hier brauche, schon zu Hause habt, weil ihr eh Kinder habt, Ballons, Bastelkleber,
Paketband. Kann ja sein, dass ihr eigentlich alles schon zu Hause habt. Dann könnt ihr einfach loslegen. Dann könnt ihr das Projekt einfach nachbasteln. So, neue Schnüre zugeschnitten. Ich hoffe, das reicht jetzt für beide. Neuen Bastelkleber vorbereitet. Auf zur Runde 2. Jetzt kommen wir zu den Ohren und im Prinzip ist es das gleiche Spiel. Die Fäden in den Kleber und auf den Ballon drauf. So, ich denke, ein Ohr ist jetzt fertig. Sieht dann so aus. Hier fällt noch überall was runter. Ja, oh, jetzt kleben meine Finger schon zusammen. Was wichtig ist bei dem Ohr, dass ihr hier unten versucht, eine relativ enge Struktur zu bilden. Ich könnte hier vielleicht noch was dran machen. Da ihr dann an der Stelle das Ohr nämlich an den Körper dran kleben müsst. Und dann, es muss ja irgendwie halten, der Heißkleber. Jetzt löst sich hier alles. Ah! Ich stelle es jetzt direkt ab und klebe es dran. Genau, also ihr müsst hier unten eine relativ enge Struktur bilden, damit das Ohr auch am Körper hält. So, jetzt stelle ich das ab. Es muss trocknen. Das ist mir zu gefährlich. So, jetzt drücke ich nur noch das an, was absteht und lasse es in Ruhe. Das ist eine ganz schön klebrige Angelegenheit. Hier sehe ich gerade noch, hier könnte noch was hin. Also ich versuche die Lücken wirklich klein zu lassen, dass es halt eine schöne Netzstruktur gibt. So. Ich muss übrigens schon wieder Paketband zuschneiden, also man braucht sehr viel Paketband. Man könnte auch dickeres Paketband nehmen. Es gibt, glaube ich, schon noch dickeres Paketband. Aber das ist ja dann Geschmackssache. Wie gesagt, ihr könnt das noch enger bauen, also noch enger kleben. Ich gucke auch mal. Ich warte jetzt mal, bis es ein bisschen antrocknet. Vielleicht mache ich dann noch welche drüber. Das sage ich euch dann aber. Aber erstmal lasse ich es antrocknen. So, kommen wir nochmal zu Nummer 3. Und neues Paketband zuschneiden. Nochmal Bastelkleber vorbereiten und dann geht's los in Nummer. Dann geht's los mit Runde 3. So, alle Schnüre verbraucht. Kugel Nummer 3 oder Ohr Nummer 2 ist erstmal fertig. Wie gesagt, ich gucke mir das gleich nochmal an. Ich habe jetzt gerade gesehen, bei dem Großen ist jetzt hier gerade schon ein Ding hier abgefallen. Ich glaube, das müsst ihr während des Trocknens einfach beobachten. Das ist ja auch noch ein bisschen feucht. Also wenn ihr dann seht, oh, hier geht was ab, dann einfach mit ein bisschen Bastelkleber auf den Finger und ein bisschen nachkleben. Genau, damit es besser hält. So, ich gucke jetzt auf die Uhr, wie lange es dauert, bis die drei Sachen komplett trocken und fest sind. Das ist ja das Wichtige, dass es fest ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Es kann Stunden sein, das kann aber auch ein Tag sein. Ich habe keine Erfahrung mit Bastelkleber. Ich hoffe, dass es nur Stunden sind. Aber ich werde euch darüber auf dem Laufenden halten. Und wenn ich während des Trocknens noch sehe, oh, hier ist noch eine Lücke, dann werde ich nochmal ein Band zuschneiden und das dann da drauf kleben. Aber so bisher gefällt es mir schon ganz gut. Oh, jetzt löst sich das hier überall.
Also, wie gesagt, im Auge behalten. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, dafür mit Vorbereitung etc. habe ich knapp eine Stunde 15 Minuten gebraucht. Nur so zur Info, wie lange sowas dauern kann. So, wenn es jetzt getrocknet ist, dann müssen wir das ja noch zusammenkleben, Schleife drauf, Lichter rein. Also ich denke dann, danach wird es nicht mehr so lange dauern. Aber ich bin gespannt. Hier sehe ich gerade, könnte ich noch eine Schnur dran machen. Aber ich lasse es erstmal ein bisschen antrocknen. So, nach circa eineinhalb Stunden antrocknen ist mir dann aufgefallen, dass die Bänder oder das Band nicht hart genug werden. Das heißt, die waren noch sehr weich von der Konsistenz beim Antrocknen. Deswegen habe ich jetzt nochmal mir die Handschuhe angezogen und bin mit dem unverdünnten Bastelkleber in den Händen einfach nochmal über die Ballons gegangen, über alle drei, und hoffe, dass das Band jetzt dann stabiler wird, wenn es trocknet. Aber das Trocknen dauert schon sehr lange. Wie gesagt, ich habe eineinhalb Stunden gewartet, es war noch nicht komplett trocken, und da habe ich gemerkt, dass es halt nicht fest genug ist. Jetzt heißt es weiter warten. Ich habe das jetzt wirklich einen Tag trocknen lassen müssen, weil ja, es so lange gedauert hat. Und was mir dann aufgefallen ist, dass der Bastelkleber dann wieder durchsichtig geworden ist. Das heißt, man sieht die Schnur, was mir jetzt nicht so gefällt. Deswegen habe ich mir jetzt noch Acrylfarbenspray bestellt und werde die dann noch einsprühen. Aber ich habe jetzt einen Tag gewartet und man sieht, der Ballon wird schon kleiner. Deswegen machen wir jetzt die lauten Knalle und machen die Luftballons kaputt. Oh, jetzt ist die Nadel runtergefallen. In der Hoffnung, dass es nicht zu laut ist und dass es alles hält. Damit die Ballons jetzt erstmal wieder richtig herum. Ich habe sie beim Trocknen immer mal umgedreht. So, jetzt kommt der entscheidende Moment. Ohren zuhalten. Oh, ich habe Angst vor sowas. Ah, gut. Ah ja, es platzt nicht, sondern es... Ja, jetzt hier. Was passiert? Aber interessant. Und ich sehe, hier sind noch Bastelkleberreste. Die werde ich dann noch überall abzuppeln müssen, damit man das nicht sieht. Und der nächste. Oh. Voll krass. Und der letzte. Jetzt ging es schnell bei dem Rosanen. Und es hält noch alles. Ich bin sehr stolz auf mich. Ja, also wie gesagt, ich werde jetzt noch hier die Klebereste entfernen. Vom Bastelkleber, die man hier noch so sehen kann. Die Ballons rausholen und dann werde ich die jetzt noch weiß einsprühen. Also das Projekt dauert schon mehrere Tage. Man muss sich dafür schon ein bisschen Zeit nehmen. Aber ich finde, es sieht schon sehr gut aus. Schaut mal so. Oh, ich freue mich so. Ich habe ja vorher schon erwähnt, ich wollte die Kugeln alle weiß ansprühen. Dafür habe ich mir jetzt hier diesen Edding Permanent Spray Acryl Lack bei Amazon bestellt. Dazu packe ich euch den Link auch unten in die Infobox. Ich habe mich jetzt auch noch draußen begeben, weil ja, sowas kann stinken und ich will ja nicht in Ohnmacht fallen. Genau, jetzt fangen wir mal an und ich bin sehr gespannt, wie es danach aussieht. Ja, endlich kann ich das Projekt mit euch beenden. Es sind einige Tage vergangen. Ich war zwischendurch arbeiten, dann musste die Kleber-Schnurkonstruktion einen Tag trocknen. Es hat wirklich sehr lange gedauert. Dann habe ich mich ja spontan dazu entschieden, die Kugel noch einzusprühen mit weißem Acryllack, weil ich es dann ein bisschen schöner fand. Und ich muss sagen, es sind ja noch ein paar Kleister- oder Bastelkleberreste dann an den Schnüren hängen geblieben. Aber ich muss sagen, das ergibt dann, wenn man das ansprüht, so einen schönen spinnartigen Look. Finde ich ganz hübsch, sieht man bei den kleinen Kugeln ganz gut.
Und ihr könnt ja natürlich alle anderen Farben nehmen, die euch gefallen. Rot, rosa, blau, was auch immer. Ich habe mich ja wie gesagt für weiß entschieden, weil es so ein bisschen moderner ist. Aber ihr könnt alle möglichen Acryllackfarben kaufen. Ihr könnt auch die Bälle unterschiedlich einsprühen. Was ich jetzt noch mache, was dann beim Kleister oder beim Bastelkleber entfernen passiert ist, es haben sich so ein bisschen so hier die Enden gelöst. Die werde ich jetzt noch ein bisschen mit Heißkleber ankleben. Genau, hier hat sich auch so ein ganzer Strang gelöst. Die Enden klebe ich jetzt auch noch hier ein bisschen rein. Das ist dann der Plan. Dann werde ich alles zusammenkleben. Ich habe mir jetzt auch noch hier so ein Holz Deko-Scheit gekauft. Bei Depot habe ich den gekauft. Da werde ich dann die große Kugel draufkleben, damit es etwas stabiler ist und hält. Und wahrscheinlich unten noch mit ein paar Kunstblumen dekorieren. Das ist jetzt der Plan. Die Schleife kommt auch noch drauf, obwohl ich auch finde, wenn man nur eine Mickey machen möchte, braucht man auch nicht die Schleife unbedingt. Ich finde es auch jetzt schon, ich bin wirklich schon sehr begeistert von der Lampe. Ja, genau. Und dann müssen wir noch die Lichterkette reinmachen. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Also, jetzt geht's los und damit wir bald fertig sind. Bevor ich die Sachen zusammenklebe, mache ich erstmal die Lichterketten rein. Ich habe mir die ja bei Amazon bestellt. Hier sind jetzt Batterien inklusive, weil das hier so kleine Batterien sind, diese runden. Ich fand die jetzt besser als jetzt diese großen viereckigen Batterienhalter, weil die kann man ganz gut dann verstecken. Und ich mache in die große Kugel mache ich zwei und in die kleinen jeweils eine Lichterkette. Wie ich die Stecker verstecke, weiß ich noch nicht, aber jetzt machen wir mal den Test. Yay, sie leuchten. So, machen wir nochmal Kette Nummer 2 rein. Gucke ich gleich mal. Also ich habe genug in dieser Packung, die ich bestellt habe von Amazon. Sind 3 Kartons und in jedem Karton sind 3 Lichterketten drin. Also man hat theoretisch schon genug. Also man kann es vollstopfen. Das Problem sind halt die Anschlüsse dann oder die Stecker. Und das Entknoten von diesen Dingern ist auch nicht einfach. Ich kann es euch sagen, dieser Draht hier, meine Güte. So, beide Lichterketten sind jetzt drin. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, das reicht. Also wenn eine dritte noch kommt, dann wird es eng. Natürlich kann man das also ist halt Geschmackssache, ne? Aber ich glaube, erstmal 2 reichen. Jetzt kommen wir noch zu den kleinen. So. Ja, sieht auch sehr gut aus. Die Vorbereitungen mit den Lichterketten sind gemacht. Was ich jetzt mache, ist den Körper von Mickey erstmal oder Minnie erstmal auf das auf meine Platte hier kleben. Dafür mache ich hier unten ein paar Kleckse Heißkleber. Nicht zu viel, aber es sollte schon halten. Ich mache es extra nicht da drauf, sonst wird es zu viel. Und da kann ich das nicht so gut abmessen, wo der Heißkleber überall hin muss. So. Jetzt muss man aufpassen, wenn man zu viel Heißkleber nimmt, tropft es runter. Das ist mir gerade passiert. Nur ganz leicht andrücken, aber nicht zu fest, sonst geht das Konstrukt kaputt. Und die Stecker habe ich jetzt hier an der Seite. Geht auch noch. Ja. So, also wie gesagt, ganz leicht andrücken versuchen. Ihr könnt auch versuchen, mit dem Finger durch so einen Schlitz hier das noch ein bisschen fester anzudrücken. Die gewissen Stellen. Aber wie gesagt, Vorsicht, heiß ist ja Heißkleber. Das ist schon mal der Körper. Jetzt kommen wir zu den Ohrchen. Da müssen wir den Stecker auch erstmal zur Seite legen. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Also im Prinzip auch wieder Heißkleber hier unten dran und dann da dran kleben. Das wird jetzt aber ein bisschen schwieriger, weil ja, es keine gerade Oberfläche ist. Da muss man jetzt mal schauen, wie das funktioniert. Ich habe das schon oft genug erwähnt, ich mache das Ganze hier zum ersten Mal. Ich habe nur ein Bild davon gesehen und die Dame in der Facebook-Gruppe hat nur geschrieben,
was sie für das Ganze gebraucht hat. Und ja, also es ist ein blinder Bastelversuch. Jetzt müsst ihr gucken, dass es einigermaßen aussieht wie ein Mickey-Ohr. So, wo ist da mal der Kleber? Ich sehe das schon wieder nicht. Hier. Also auch wieder ganz leicht andrücken, nicht zu fest, sonst wollen wir nicht, dass die Kugel kaputt geht. So, jetzt kommen wir zur Kugel Nummer 2, also zum zweiten. Oh, ich bin jetzt schon begeistert, es sieht so schön aus von vorne. Also bei mir ist das jetzt, die Seite zu mir soll vorne werden. Kommt dann auch gleich die Schleife drauf und dann zeige ich euch das Endergebnis. Und dann dekorieren wir es noch ein bisschen mit Blümchen und verstecken die Stecker. Von da sieht es jetzt nicht so Mickey-mäßig, also es sieht immer noch Mickey-mäßig aus, aber wenn ihr von hier vorne guckt, ich zeige es euch gleich, sieht schon sehr schön aus. Und wieder leicht andrücken und warten. Also sieht die fertige Mickey-Lampe jetzt aus, ist natürlich noch nicht ganz fertig, aber ich bin jetzt schon verliebt. So, jetzt seht ihr es wieder von der anderen Seite. Jetzt kommt die Schleife. Die habe ich ja, wie gesagt, von so einem... Also es gab so ein Schleifenband hier bei Amazon zu kaufen, das habe ich einfach abgemacht und das wird dann meine Mini-Schleife. Jetzt muss ich dann gucken, wo ich sie positioniere. Relativ mittig. Ja. Also ich habe jetzt sogar gerade getestet, irgendwie kriege ich das vordere Fach nicht auf. Ich vermute, dass man es hinten aufschrauben muss. Ich weiß es jetzt nicht. Was ich jetzt machen werde, ist schwierig. Man kann es auch sonst einfach nur so dahinter legen, anstatt es anzukleben. Wisst ihr, was ich meine? So. Man könnte jetzt hier unten so ein bisschen Heißkleber dran machen, oder dass es hält, weil man ja irgendwann die Batterie leider wechseln muss. Ja, ist jetzt schwierig. Was natürlich geht, man kann wirklich nur so einen Klecks Heißkleber hier hinten dran machen, die dann hier dran kleben und dann, wenn man die Batterie wechseln muss, wieder abmachen und dann wieder neu dran kleben. Das ist möglich und ich glaube, ich werde das auch so machen, weil das mir sonst zu locker ist. Also wirklich nur einen Klecks Heißkleber auf das Ding und das dann da unten dran kleben und dann könnt ihr es auch wieder ganz leicht lösen, wenn da nicht so viel Kleber drin ist. Jetzt geht das Ding schon wieder an. Und unten muss ich mal schauen, vielleicht kann ich es einfach wirklich hinter die Blumen, hinter die Dekoblumen verstecken. Dann sieht man es nicht. Ihr könnt das Ganze ja auch ohne Lichter machen, das geht ja auch. Dann ist es halt nur so ein Mickey-Deko-Stück. Das ist ja auch möglich. Da sind ja eure Grenzen, eure Fantasie freien Lauf gesetzt. Eure Fantasie ist da frei. Ihr könnt eure Fantasie frei entfalten. Mensch, heute habe ich aber auch einen Sprachfehler. So, jetzt versuche ich die Kabel hier noch so ein bisschen zu verstecken, wieder reinzustecken in die Kugel. Weil hier sieht man das Kabel jetzt, das gefällt mir nicht so. So. Ja, da ist es doch schon fast fertig. Genau, ihr müsst ja wie gesagt immer noch an die Stecker kommen und an die Batterie zu wechseln. Ich habe mir so ein paar Dekoblumen und dann vollenden wir das Projekt. Wir haben jetzt rosa Rosen. Natürlich wären rote Rosen besser gewesen, aber ich bin ja so ein rosa Fan. Man hätte jetzt auch einfach auch eigentlich eine rosa Schleife nehmen können, aber gut, ist jetzt so. So, jetzt klebe ich einfach die Rosen auf die Platte. Und dann kann ich die Stecker dahinter sehr gut verstecken. So. Das mache ich gleich hier zwischen. Hier wollte ich zwei ankleben. Also was ich immer mache, ich lege mir das vorher hin und gucke, ob es gut aussieht. Und dann fange ich an zu kleben. Übrigens ignoriert das Chaos im Hintergrund. Aber wenn die nicht schön aussieht, weiß ich auch nicht. Und die ist selbst gemacht. Ihr könnt aus jeder Lampe ein Unikat machen. Ein bisschen grün. Ja,
Ich glaube so. Und dann lasse ich es noch. Man kann jetzt da variieren, man kann andere Blumen nehmen, was man halt mag oder gerade zu Hause hat. Ja, meine Lieben, das Projekt Mickey Maus-Mini-Maus-Lampe ist vollbracht. Ich bin endlich fertig geworden. Wie gesagt, es hat einige Tage gedauert. Nicht, weil es so schwer ist, sondern halt wegen dem Trocknen etc. Aber das habe ich ja vorher schon erwähnt. Und schaut mal. Also ich bin wirklich sehr verliebt in meine Lampe. Sie sieht wirklich wunderschön aus. Ihr könnt ja unten mal kommentieren, wie ihr die Lampe so findet, ob ihr sie jetzt nochmal nachbasteln wollt. Wenn ihr sie nachbastelt, bitte schickt mir gerne Bilder über Instagram, Facebook etc. Ich freue mich immer über eure eigenen Kreationen. Also ich liebe meine Kreation, ich bin ein richtiger Fan von ihr. Ich weiß noch nicht, wo ich sie hinstellen werde, das muss ich jetzt mal auskundschaften in der Wohnung. Aber sie ist wirklich ein Unikat und ich bin wirklich sehr happy über diese Lampe, die ich selbst gebastelt habe. Und ja, ich glaube, so eine Lampe würde im Disneyland Paris oder online 50 bis 100 Euro kosten, bestimmt. Und hier habt ihr mit, ich kann meistens nicht grob überschlagen, vielleicht 15, 20 Euro für diese Lampe. Und ihr habt ja noch Ballons übrig, ich habe noch die Hälfte vom Bastelkleber übrig, vom Acryllack. Lichterketten habe ich auch noch übrig, also ihr könnt daraus dann im Prinzip Mickey und Mini-Lampe basteln. Wenn ihr dazu Lust habt, ja, also ich bin sehr verliebt in meine Lampe. Ich hoffe, dieses DIY hat euch auch gefallen und hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao!